Grüß Gott, liebe Kinder, grüß Gott, liebe Eltern, grüß Gott, liebe Besucher. Es freut uns, dass wir so viele Leute heute hier bei uns im Stadl haben. Ich möchte eingangs in eigener Sache jetzt ein bisschen was sagen, bitte sehr. Vielleicht nützen die einen oder anderen den Vorverkauf. Es gibt 3 Wochen vor unseren Vorstellungen Karten zu kaufen. Es ist dann für uns organisatorisch besser und für Sie auch vielleicht, weil Sie dann gleich Ihre Sitzplatznummer wissen. Für die Kinder eine kurze Erklärung. Dieses Stück besteht aus 2 Akten. Der erste Akt spielt in einer Schule, in einer Gespensterstundenschule. Und ich bitte euch jetzt schon recht um eure Mithilfe. Die Geisterschüler und die Gespensterschüler brauchen manchmal eure Hilfe. Und ich habe schon gesehen, es sind ganz tapfere Kinder unter uns. Und vielleicht helft ihr dann fleißig mit. Dann gibt es ein kurzes Zwischenspiel vor einem weißen Vorhang und dann wird im Saal das Licht angehen, das ist dann die Pause. Die Pause dauert ca. 15 Minuten. Dann geht es weiter in den zweiten Akt. Der spielt dann in einem Schloss und dann wird wieder der eine oder andere vielleicht 30 mithelfen. Das gibt natürlich auch für die Erwachsenen, bitte sehr. Ja, 30 mithelfen, dann wird das Böse zum Schluss besiegt. Keine Angst, es gibt nichts Grausliches, was ihr fürchten müsst. Bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als euch gute Unterhaltung und viel Spaß zu wünschen. Danke.
ich schon durch? Ja, Wuni, du bist durch und durch. Bescheuert! Isidor, wir müssen uns beeilen. Der Professor kann jeden Augenblick erscheinen. Henriette hat recht. Wir sind zwar schon sehr gute Gespensterschüler, aber vor einer so wichtigen Prüfung sollte man kein Risiko eingehen. Wenn wir doch nur das große Buch der Nachtgestalten vom Professor Gänsehaut finden und uns ein paar harmlose Notizen machen könnten, würde sicher nichts schief gehen. Ich hab's, sie nicht schon durch? Spukschlösser, Kettengeister, Gruselfilme. Beeil dich! Da haben wir's doch. Prüfungsaufgaben für Nachtgespenster. Jetzt sag schon, was steht da? Erste und wichtigste Frage. Wem muss ein ausgebildetes Nachtgespenst unbedingt aus dem Weg gehen? Geisterjägern, aber das wissen wir doch schon längst. Sollte ein Geist dennoch einem Jäger begegnen, kann es mit dem einfachen Wort Gruselwusel... Gruselwusel? Was ist denn das für ein bescheuertes Wort? Was zur Geisterstunde ist denn hier los? Nichts, Herr Professor, gar nichts. Husch, husch! Auf eure Plätze! Das gilt auch für dich, Wunibald. Nanu, was haben wir denn da? Ist das nicht das große Buch der Nachtgestalten? Bin ich schon durch? Ah, ich verstehe. Du wolltest wieder einmal sehen, wie es ist, durch Wände zu gehen, ohne sich dabei die Nase zu verbiegen. Dabei weißt du doch ganz genau, dass kleine Gespenster erst nach bestandener Prüfung in die Geheimnisse der Altgespenster eingeweiht werden. Wenn das noch einmal vorkommt, Wunibald, muss ich dich von der Prüfung ausschließen. Aber Herr Professor, eigentlich war ich derjenige, der... Mund zu und Ohren auf. Jetzt wird gelernt. Ihr wollt doch alle eure Prüfung bestehen, nicht wahr? Jawohl, Herr Professor. Nun gut, dann wollen wir doch einmal sehen, was von meinem Unterricht an euch hängen geblieben ist. Aber Herr Professor, an mir ist doch gar nichts hängen geblieben. Ich kann nichts dafür. Sie dürfen mich nicht rausschmeißen. Ich bin schließlich... Wunibald von Schreckenschrei. Genau. Es geht darum, wie viel von meinen verzweifelten Versuchen, euch kleinen Chaosgeistern beizubringen, in euren Köpfen hängen geblieben ist. Ach so! Was machst du denn nun schon wieder? Ich schräube meinen Kopf ab und dann gucke ich mal nach, ob da was drinnen hängt. Wunibald, wie oft muss ich dir nur sagen, dass nur erfahrene Nachtgespenster ihren Kopf abschrauben können? Wenn ich es aber doch schaffe, meinen Kopf abzuschrauben, habe ich dann die Prüfung bestanden? Na, da bin ich aber gespannt. Lass das lieber, Wunibald. Auf geht's! Ist der schon ab? Wuni, hör auf damit! Sonst trägst du dein Gesicht in Zukunft hinten. Interessanter Gedanke. Dann könnte ich meinen hochwohlgeborenen Hintern betrachten und bräuchte keinen Spiegel mehr. Soll das heißen, du betrachtest deinen Hintern im Spiegel? Jetzt ist aber Schluss mit dem gruseligen Unsinn. Ihr solltet wirklich andere Dinge im Kopf haben. Wer von euch kleinen Geistererscheinungen kann mir zum Beispiel sagen, in welche Untergruppen man die Gespenster heutzutage einteilt? Das ist leicht. Wir zum Bleistift sind Schwebegeister. Wir sind an keinen festen Ort gebunden und können uns frei bewegen. Schwebegeister haben ein liebenswertes Gemüt. Im Gegensatz.
Gegensatz zu den sogenannten Quälgeistern, die nur herumspuken, um Menschen zu ärgern und zu pisacken. Und dann gibt es noch die Kettengeister. Sie sind eigentlich wie wir, mit einem Unterschied. Sie dürfen nur in alten Burgen oder Schlossruinen herumrasseln. Ja, sehr gut, sehr gut. Ihr habt aber eine wichtige, ganz bestimmte Geistergruppe vergessen. Nicht wahr, Wunibald? Oh ja, diese furchtbaren, schrecklichen und scheußlichen ich krieg das Wort nicht raus. Totengeister, Herr Professor. Und was versteht man darunter, Henrietta Nachtschatten? Diese Art von Gespenstern ist ganz anders als wir, denn sie waren nicht immer Geister. Oh ja, sie sind die Geister von Versto. Das Wort krieg ich euch nicht raus. Sie sind gestorben und geistern weiter auf der Welt herum. Und warum finden diese armen Seelen keinen Frieden, Isidor? Weil sie hier auf Erden noch etwas zu erledigen haben. Sie müssen einen Fehler, den sie zu Lebzeiten begangen haben, wieder gut machen. Was in manchen Fällen recht lange dauern kann. Weil es allesamt ganz schreckliche, grausame und gemeine Gesellen waren. Sicher, sicher. Ich sehe, ihr habt gut aufgepasst, meine kleinen Schüler. Aber bestimmt sind nicht alle Menschengeister gemein und grausam. Henrietta, hast du denn nicht zugehört? Das sind ganz grausame Gesellen. Schau dir doch nur mal die Bilder in deinem Gespenstergeschichtsbuch an. Du spinnst ja, Wuni. Die tragen alle ihren eigenen Kopf unterm Arm. Also wenn das nicht gruselig ist... Wuni, bald von Schrecken schrei. Wirst du wohl sofort meinen Kopf loslassen? Oh, Verzeihung, großer Herr Professor Gänsehaut. Jedes Mal, wenn ich an diese an diese Geister denke, rege ich mich immer ganz mächtig auf. Nun ja, im Grunde kann ich Wunibald ja verstehen. Ich rate euch kleinen Geistern dringend, euch von diesen Menschengeistern fernzuhalten. Sie können in der Tat sehr gefährlich werden. Aber sehen will ich schon gerne mal einen. Isidor, davon möchte ich nichts mehr hören. Menschengeistern gehen wir Schwebegeister genauso aus dem Weg wie... Nun, wer kann es mir sagen? Geisterjäger? Ganz genau. Gruselwusel. Was hast du da eben gesagt, Isidor? Nichts, Herr Professor. Nun, du bist dir wohl nicht im Klaren darüber, wie eine Begegnung mit einem dieser Gespensterjäger ausgehen kann. Aber das sind doch bloß Menschen und noch dazu Lebende. Die dich für alle Zeiten in einer ihrer unsäglichen Gespensterfallen stecken können, die sie dann für viel Geld an einen Zirkus oder einen Rummelplatz verkaufen. Oder schlimmer noch, sie stecken euch in den Gespensterauflöser. Deutsch! Aber kann man sich denn überhaupt nicht dagegen wehren? Oh, es gibt da ein ganz bestimmtes Wort, eben gerade dachte ich. Aber nein, das würdet ihr kleinen Gespenster nicht wagen. Der Umgang mit diesem Zauberwort ist nicht ganz ungefährlich. Wieso? Nun, zunächst einmal löst sich ein Gespenst, das dieses Wort zu häufig benutzt, leider allzu bald in Nebelschwaden auf. Aber was genau bedeutet zu häufig? Und wie lange dauert bald? Nun, zunächst einmal darf dieses Wort nicht dreimal in derselben Geisterstunde ausgesprochen werden. Geschieht dies dennoch, so löst sich das betreffende Gespenst in der darauffolgenden Geisterstunde in Nebelschwaden auf. Oh, Isidor! Dies gilt allerdings nur für uns Schwebegeister. Und außerdem wirkt es nur eine äußerst kurze Zeit. Befindet sich das betreffende Gespenst dann noch immer in der Hand dieser gewissenlosen Geisterjäger,
löste sich ebenfalls in... Nebelschwaden auf, ich weiß. Nun, das gilt allerdings nur für uns Schwebegeister. Aber Herr Professor Gänsehaut, gibt es denn gar kein Mittel gegen diese Nebelsache? Oh doch, wenn es dem betreffenden Gespenst gelingt, binnen zweier Geisterstunden... Was? Nun, es braucht dazu die Hilfe von Menschen. Vieler Menschen, guter Menschen, furchtloser Menschen und... Weiter, Herr Professor! Nein, nein, das ist viel zu gefährlich. Das würdet ihr kleinen Gespenster nicht wagen. Der Umgang mit diesem Zauberwort ist nur erfahrenen Gespenstern erlaubt. Steht alles hier im großen Buch der Nachtgestalten. Und dem werden wir uns aber erst nach bestandener Prüfung wieder zuwenden. Prüfung? Ist es schon soweit? Morgen, Wunibald. Morgen wird sich erweisen, ob ihr es wert seid, würdige Nachtgestalten zu werden. Oder würdige Nebelschwaden. Also gut, lasst uns nun einen Blick auf unser Prüfungsgebiet werfen. Hervorragende Wahl, Herr Professor Gänsehaut. Ich wollte mich schon immer mal auf der alten Burg Blauenstein umsehen. Nein, nein. Burg Blauenstein darf von euch Junggespenstern nicht betreten werden. Man sagt nämlich, dort haust einer dieser Menschengeister. Ach so, naja, so interessant ist die blöde Burg euch wieder nicht. Ihr, meine lieben Schüler, werdet hier eingesetzt. Aber da ist doch gar nichts. Ja, normalerweise hast du recht, Henrietta. Aber in dieser Nacht treiben sich hier ein paar seltsame Wesen herum, die man tüchtig erschrecken sollte. Grausame Wesen? Aber nein, es handelt sich nur um eine Gruppe von Ministranten, die dort ihr Zeltlager aufgeschlagen hat. Aber Herr Professor, Sie haben uns doch immer höchstpersönlich eingebläut, dass kein guter Schwebegeist Leute nur so zum Spaß erschreckt. Das tun doch nur die Quälgeister. Und jetzt soll das auch noch unsere Prüfungsaufgabe sein? Ja, du hast schon recht, Henrietta. Aber in diesem Falle gibt es einen guten Grund für unser Prüfungsvorhaben. Die Kinder befinden sich nämlich in höchster Gefahr, wenn sie sich des Nachts der Burg zu nahe kommen. Gefahr? Na und? Hast du den Tod... So, ja, den Geist hat vergessen, Isidor. Der versteht sicher gar keinen Spaß. Ja, und außerdem treiben sich in dieser Nacht noch gewissenlose Geisterjäger herum. Wenn denen ein Kind in die Quere kommt, wer weiß, was dann passiert. Aber sollten wir dann nicht lieber die Geisterjäger vertreiben? Henrietta Nachtschatten, ich sage es jetzt zum letzten Mal, das ist viel zu gefährlich und entspricht in keiner Weise den Prüfungsvorschriften für Nachtgestalten. Das sehe ich euch so. Gut, ihr werdet euch also morgen zur Geisterstunde an dieser Weggabelung hier einfinden. Und dort bekommt ihr dann auch eure Prüfungsaufgaben. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Glück. Und macht eurem alten Professor keine Schande. Der Unterricht ist nun beendet. Ach, und das hier werden wir wohl besser wegschließen. Es gibt nämlich zu viel neugierige Augen hier im Raum. Nun, welcher Schlüssel hier wohl passt? Eulenfeder? Nein. Rattenschwanz? Nein. Hühnerknochen? Nein. Ah, hier ist er schon. Der passende Fingerknochen. Ach, Isidor, das tut mir doch so leid. Hätten wir doch nur das Buch in Frieden gelassen. Es ist alles zu spät.
auflösen und nie ein echtes Nachtgespenst werden. Auflösen? Isidor hat doch dieses blöde Wort gesagt. Du weißt schon, das Wort gegen die Geisterjäger. Und das gleich dreimal in nur einer Geisterstunde. Du meinst Gruselwusel? Bist du verrückt, Wuni? Also nicht Gruselwusel? Halt die Klappe, Wuni, sonst wirst du auch noch eine Nebelschwade. Ich verstehe kein Wort. Wer dieses Wort dreimal in nur einer Geisterstunde verwendet, löst sich in der darauffolgenden Stunde zur Nebelschwade auf. Alles klar? Dreimal? Und ich habe es gesagt? Ich habe es sogar zweimal gesagt. Ganze zweimal. Es kam einfach so aus meinem Mund. Wenn ich es jetzt noch ein einziges Mal... Oh, du heiliges Nachtschattengewächs! Ich darf gar nicht erst daran denken. Kennst du, Kind? Du musst mir jetzt mal eine Gefallen tun. Das Wort, das ich zweimal gesagt habe, darf auf keinen Fall nochmal aus meinem Mund rutschen. Und deshalb musst du mir jetzt helfen, meinen Mund zu halten. Ach, Wuni, stell dich doch nicht so an. Schließlich bin ich derjenige, der sich morgen auflöst. Nicht unbedingt. Was meinst du damit, Henrietta? Der Professor hat doch laut und deutlich gesagt, dass es sowas wie ein Gegenmittel gibt. Es steht alles im großen Buch der Nachtgestalten. Erinnerst du dich? Sicher! Aber der Professor hat das Buch doch eingeschlossen. Wir holen es da raus. Notfalls mit Gewalt. Das ist die einzige Möglichkeit, dich zu retten. Ich finde es wirklich furchtbar nett, dass du das für mich tun willst, Henrietta. Sag ich doch, Turteldeutsche. Zum Quälgeist nochmal, wir kriegen das Ding einfach nicht auf. Ja, ihr habt euch keinen Schlüssel. Lass mich überlegen, welchen Schlüssel hat der Professor benutzt? Kinder, wisst ihr das noch? Fingerknochen. Ach ja, es war der Fingerknochen. Aber ich habe leider nur einen Werwolfszahn dabei. Damit kriegst du das Ding niemals auf. Wunibald hat ausnahmsweise recht. Wir brauchen einen Fingerknochen. Und Schwebegeister haben bekanntlich keine festen Knochen. Euch! Henrietta Nachtschatten, gib mir sofort wieder meinen Finger zurück! Was machen wir denn jetzt bloß? Ich weiß was. Die Kinder könnten uns helfen. Die Kinder? Denkst du wirklich, die haben da unten einen echten Fingerknochen in der Tasche? Jedes Kind da unten hat vermutlich 10 Finger. Oder etwa nicht? Nein. Soll ich eine davon abschreiben? Aber nicht doch. Wuni, Menschen können ihre Finger nicht abschrauben. Das ist auch gar nicht nötig. Ich denke nämlich, ein lebendiger Finger tut's in diesem Falle auch. Keine Bange, euch wird nichts passieren. Heiliges Gespenst der Ehrenwort. Es wäre nur furchtbar nett, wenn einer von euch versuchen könnte, das Geheimfach mit seinem kleinen Finger aufzuschließen. Würdet ihr das für mich tun? Ja. Warte, Isidor, ich treffe für dich zuerst die richtige Auswahl. Ich habe die Schlüssel von Herrn Professor schon so oft poliert, ich könnte die Dinger im Schlaf erkennen. Nein, die sind zu lang. Die sind ja ganz dünn. Die sind zu kurz. Da sind die Fingernägel wieder zu lang. Na, die können passen. Hilfst du uns? Ja.
Geschenk für dich. Kommst du mit? Isidor, beeil dich! Die Geisterstunde ist um! Wir müssen nach Hause! Wir müssen nach Hause! Und was ist mit dem Buch? Das nehmen wir einfach mit! Die nächste Geisterstunde verbringen wir nicht in der Schule! Bevor der Professor etwas merkt, liegt das Buch an seinem Platz! Euweia, euweia, gleich ist es zu spät! Komm schon, Isidor! Nanu, nanu, Sie werden sich doch nicht verspätet haben, meine kleinen Schüler. Gute Mitternacht, Herr Professor Gänsehaut. Na, jetzt habt ihr mich aber gehörig erschreckt, ihr kleinen Nachtgespenster. Wir sind bereit zur Prüfung, Herr Professor. Ja, immer mit der Ruhe. Aber wir haben es ein bisschen eilig. Eilig? Aber ihr habt doch eine ganze Geisterstunde Zeit, eine nicht allzu schwere Aufgabe zu lösen. Also gut, hier sind eure Prüfungsunterlagen. Und jetzt mach... Oh. Was ist denn los, Herr Professor? Sie sind schon da. Ja, wer denn? Ja, die Ministranten, die ihr mit eurem Prüfungsspuk vertreiben sollt. Also, fangt am besten gleich an und denkt daran, dass ihr die Kunst des Unsichtbarmachens noch nicht beherrscht. Dies gilt allerdings nicht für euren alten Professor. Ich verschwinde jetzt. Viel Glück. Abracadabra, simsalabim. Ihr vielleicht nicht, aber... Ja, Wuschi, schon klar. Du kannst das natürlich schon längst. Aber sicher doch. Ich bin Brunewald von Schreckenschrei und bin in 2 Sekunden unsichtbar. Passt euch. Bin ich noch da? Seht ihr mich noch? Ja! Aber jetzt bin ich weg. Nein. Seltsam, wie könnt ihr mich noch sehen, wenn ich selbst gar nicht mehr weiß, wo ich bin? Schluss mit dem Unsinn! Habt ihr vergessen, was wir vorhaben? Die Prüfung ist jetzt erstmal völlig egal. Wir müssen verhindern, dass sich Isidor heute in Nebel auflöst. Du siehst euch schon ganz benebelt aus. Mir geht es auch nicht wirklich gut. Vielleicht fängt die Auflöserei schon an. Keine Angst. Wuni, die Kinder und ich retten dich ganz bestimmt. Henrietta, wo ist das große Buch? Du hast es doch nicht etwa... Keine Panik.
Ich hab's versteckt. Das ist alles viel zu aufregend für einen kleinen Schwebegeist, der sich noch nicht einmal unsichtbar machen kann. Bitte sehr, da ist das gute Stück. Da steht es. Geisterjäger. Oi, war ja das schreckliche Wort. Sollte ein Geist dennoch einen Jäger begegnen, kann es mit dem einfachen Wort Klappe. Hör endlich auf, dieses blöde Wort steuert euch zu sprechen. Sollte das Wort versehentlich dreimal während einer einzigen Geisterstunde ausgesprochen werden, löst sich das Gespenst für alle Zeiten. Wissen wir euch schon. Um diesen Vorgang aufzuhalten. Na endlich! Muss das betroffene Wesen mindestens 10 lebendige Menschenseelen vereinen, die uns Gespenster weder fürchten noch verabscheuen. Ihr könnt uns doch recht gut leiden, oder? Ja. Und Angst habt ihr doch bestimmt auch nicht. Nein! Na, ob ich das glauben soll? Lies weiter, Henrietta. Diese Menschen müssen nun mit dem Gespenst folgende Worte sprechen. Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel, fliegt davon. Das ist ja geisterhaft einfach. Mehr genug Menschen hier im Raume. Ihr werdet uns doch helfen, oder? Ja! Dann üben wir also bloß noch diesen Spruch und schon bin ich alle meine Sorgen los. Na, dann fangt mal lieber damit an. Ich will euch noch die Prüfung bestehen. Was soll denn meine Familie denken, wenn ein echter von Schrecken schreit, ohne den Titel Bestes Nachtgespenst aller Geisterzeiten nach Hause kommt? Schon gut, Wuni, reg dich ab. Seid ihr bereit? Ja. Wir zeigen es noch einmal vor. Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel fliegt davon. Und jetzt alle zusammen. Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel fliegt davon. Lauter. Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel fliegt davon. Oha, was ist? Läuft doch alles prima, oder? Ich habe das außerdem übersehen. Was meinst du mit außerdem? Was ab? Jetzt sag schon, Henrietta. Außerdem muss das Gespenst einen Totengeist zu seiner verdienten Ruhe verhelfen, um den Geisterfluch zu brechen. Ein Zoo? Wie soll ich das denn anstellen? Eines ist Mond und Sternen klar. Wir müssen zur Burg Blauenstein. Dort haust doch so ein Menschengeist. Aber der Professor hat doch ausdrücklich davor gewarnt. Schon gut, Isidor. Wir sollten uns jetzt lieber beeilen. Eine Geisterstunde dauert auch nicht ewig. Und was ist mit den mutigen Kindern? Ich wette, die brauchen wir noch. Kinder? Seid ihr mutig genug, uns auf Burg Blauenstein zu begleiten? Es könnte dort nämlich etwas gruselig werden. Aber wir schaffen das. Was meint ihr? Ja. Ihr werdet wirklich ganz tolle Nachtgespenster. Danke vielmals. Und was machen wir mit unserem hochwohlgeborenen Wuni? Den müssen wir natürlich mitnehmen. Es darf ihn mir doch keiner finden. Stellen wir nur mal vor, ein Geisterjäger. Hör auf, Isidor. An diese schrecklichen Gestalten will ich gar nicht erst denken. Also gut. Hier geht's lang. Thank you.
Vergessen, vergessen. Wie konnte ich das denn bloß vergessen? Vergessen, vergessen. Alles vergessen. Was war? Ach, herrje, jetzt habe ich sogar schon vergessen, was ich vergessen habe. Ach, meine geliebte Agatha, ich wäre so gerne bei dir, aber was soll ich machen? Irgendetwas habe ich hier vergessen. Suche, mein liebster Kasimir, suche und finde den Schatz. Gut, sehr gut. Sehr vielversprechend, dieses alte Gemäuer. Oskar, ich schätze, hier sind wir zur rechten Zeit am rechten Ort. Bring es her, das gute Stück. Komm, 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 komm schon, Frau von Toto. Beeil dich um Himmels Willen. Die Geisterstunde ist im vollen Gange. Und ich werde diese Burg heute Nacht nicht ohne ein Gespenst verlassen. Bereit! Gut, sehr gut. Die Jagd kann beginnen. Meine grandiose Erfindung, die G2000, die beste Gespensterfalle aller Zeiten, ist aufnahmebereit. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Der Anziehungskraft dieses Käfigs kann kein Geist widerstehen. Was passiert denn da? Oskar, hörst du mir denn niemals zu? Es kann doch nicht so schwer sein, meinen Worten zu folgen. Ha? Ich will einen Geist fangen, du Dummkopf! Ich werde der versammelten Welt der Wissenschaft beweisen, dass es diese Wesen tatsächlich gibt. Das sind nämlich keine Märchen, Oskar. Ich werde auf dem nächsten Kongress auftauchen und ihn voller Stolz präsentieren. Meinen Geist. Und dann werde ich Frau Dr. Schimmelpilz diesen Geist in meiner Gespensterfalle 2000 ein für alle Mal eliminieren. Elli, was? Eliminieren. Das heißt zerstören, auflösen, auslöschen, du Dummkopf. Schade. Nun ja, ich gebe ja zu. Ich würde auch noch gerne einige Untersuchungen durchführen. Aber die Zerstörung dieses Gespenstes ist leider fester Bestandteil der geplanten Show. Aber nicht. Du musst es singen, Oskar. Sing es oder ich drehe durch. Nicht alle, Geister sind böse. Wohl wahr, mein Freund, aber das wissen diese alten, ängstlichen Herren in ihren weißen Kitteln doch nicht. Wir werden den Herrn Doktoren und Professoren schon tüchtig Angst einjagen. Und die ganze Welt wird mich auf Knien anflehen, noch mehr Gespensterfallen zu produzieren. Ich bekomme Preise, ich bekomme Ruhm, ich bekomme Geld, viel Geld, noch mehr Geld. Hab schon verstanden, Schimmelpilz, Frau Dr. Schimmelpilz. Das kann doch nicht so schwer sein. Und jetzt lass uns von hier verschwinden. Das Gespenst ist schon auf dem Wege.
Ich spüre es! Oskar, ich spüre es! Koko, tick, tick, koko! Singen! Die Kombination, Frau Dr. Schimmelpilz! Ist sicher verstaut in meiner Tasche. Und nur ich alleine werde die Gespensterfalle 2000 öffnen können mit diesen kleinen, süßen, geheimen Zahlen. Aber das wird wohl nicht nötig sein. Schließlich wollen wir den Geist zerstören und nicht wieder freilassen. Nicht wahr, Oskar? Hallo Kinder, ich habe euch vorher schon bemerkt und mir dabei gedacht, ihr könntet mir vielleicht helfen. Keine Sorge, ich stottere nur so bei Frau Do. Ihr wisst schon, wenn ich meine, so schrecklich. Ich singe dann nicht singen! Alle meine Entlein, oder wie? Nein, du! Da macht er nichts. Auf jeden Fall, mein Name ist Oskar Schnickenbick. Und mein Urgroßvater war hier auf dieser Burg Haus und Hof. Meister. Und deshalb liebe ich diese Burg so gerne und auch ihre Bewohner, selbst wenn es sich dabei um Gespenster handelt. Und außerdem habe ich die Arbeit bei Frau Doktor nur angenommen, damit ich alle Geister, die sie einfängt, auch wieder freilassen kann. Aber jetzt hat sie diese G2000 gebaut und sie ist gut, sie ist wirklich gut, wenn er mich fragt. Und jetzt, was mache ich jetzt? Ach, wie steht's eigentlich mit euch? Fürchtet ihr euch vor Gespenster? Nein. Gut, prima, dann könnt ihr mir also helfen, ein richtiges Gespenst. Danke. Also ein richtiges Gespenst zu befreien. Aber hier habe ich diese Zettel, danke. Mit den Zahlen drauf, die Kombination dieses nicht mehr singen, danke. Du, wenn ich doch mal singen sag, dann komme ich runter zu dir. Diese Kombination, dass ich diesen Käfig öffnen kann. Aber die Frau Doktor vermisst diesen Zettel schon. Und was mache ich jetzt? Was mache ich denn nur? Ja, schreiben ist gut, aber ganz etwas anderes. Jetzt muss ich mal zurückgeben. So, kommt jeder von euch eine Zahl auf die Hand geschrieben. Dann andersrum. So. Die 8. Die 4. Ja. Ich will nicht mehr singen. Mag ich singen. Dann haben wir da geschrieben. Ja, also, merkt euch die Zahlen? Alles klar soweit? Oskar! Wo steckst du? Ich hoffe, mit den Zahlen passiert nichts. Und ich komme rechtzeitig um ein richtiges Gespenst zu befreien. Ich komme schon, Frau Dr. Schimmelpilz.
liebster Kasimir. Ich habe es vergessen. Kasimir, geh nicht weiter. Kasimir, gib Acht. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, was sind denn das für schöne Lichter? Oh! Wir haben es geschafft! Wir haben es endlich geschafft! Oh, Oskar, ich werde reich! Ich werde berühmt! Ich habe endlich meinen eigenen Geist gefangen! Wir müssen alles bereit machen zum Abtransport! Die Welt der Wissenschaft wartet schon begierig auf die Erfindungen der großartigen, sensationellen Frau Dr. Schimmelpilz. Oskar, wir brauchen Seile, jede Menge Seile. Wir sind da. Ich glaube, da ist einer. Ein was? Ein Menschengeist. Du meinst ein Zu. Oh nein, mir wird schon wieder ganz schwach. Oh nein, nicht schon wieder. Reiß dich zusammen, Bruni. Die Kinder sind doch bei uns. Was kann uns da schon passieren? Du Isidor, ich glaube, der Geist ist in dem Käfig eingesperrt. Ein Glück. Könnt ihr uns vielleicht erzählen, was hier passiert ist? Ja, Dr. Schimmelpilz hat ihm ein Modell. Wir sollen den Burschen also befreien? Ja. Oh, Besuch, wie nett. Ich weiß genau, dass wir das nicht tun sollten. Der Professor wäre euch ganz sicher dagegen. Könnte einer von euch vielleicht die Freundlichkeit besitzen, mich hier rauszulassen? Der Geist ist doch nicht böse, oder? Nein, das ist der Mensch. Und ihr wisst auch, wie man den Käfig öffnet? Ja, in die Zahlen. Mit welchen Zahlen? Welche Zahlen braucht man dazu? Und wer hat die Zahlen? Na schön, dann lassen wir ihn ruhig. Aber ich bleib besser hier. Wer hat eine Zahl bekommen? 8? 14? Ist das, was steht da? 27, wirklich? 27? Und 34? Verbindlichsten Dank. Oh. Wer bist du denn eigentlich? Wie bitte? Wie ist dein Name? Ich bin untröstlich, aber ich verstehe kein Wort. Ich glaube, der ist toll. Moment mal, der hat doch Ohrenstöpseln drin. Oh. Jetzt ist es besser, nehme ich mal an. Ich kann ja wieder hören. Unglaublich. Ich habe doch tatsächlich vergessen, dass ich diese Dinge getragen habe in der Nacht, als ich verschieden bin. Wie verschieden? Gestorben. Ich glaube, mir wird schlecht. Aber nicht doch. Es ist gar nicht so schlimm, ein Gespenst zu sein, wenn ich meine geliebte Agatha nicht so schrecklich vermissen würde. Ist sie denn nicht euch unterschiedlich? Wie bitte? Sie meint verschieden. Ach ja, natürlich. Meine geliebte Agatha
ist schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Genau wie ich, Graf von und zu, auf und unter Flaunstein. Aber weshalb sind Sie denn nicht bei Ihrer Agatha, wenn ich fragen darf? Ich muss offensichtlich noch hier herumgeistern, weil ich zu Lebzeiten etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Und was haben Sie vergessen? Hab ich auch vergessen. Ach, herrje. Keine Sorge, wir werden Ihnen helfen, sich wieder zu erinnern. Wenn es mir gelingt, einem Menschengeist zu seiner verdienten Ruhe zu verhelfen, kann ich es vielleicht verhindern, dass ich mich selbst in Nebel auflöse. Auflösen? In Nebel? Das ist eine lange Geschichte. Sie wollen doch so schnell wie möglich zu Ihrer Agatha. Ach ja, meine geliebte Agatha. Suche den Schatz. Habt ihr das gehört? Ja. Sie hat zu mir gesprochen. Das hat sie vielleicht alle Jahre schon. Und ich, Trottel, habe sie nicht gehört. Suche den Schatz, mein Liebster. Da, schon wieder. Hat sie nicht eine liebliche Stimme? Ja, doch, ja. Aber viel wichtiger ist doch, was sie gesagt hat. Kinder, was hat sie noch mal gesagt? Suche den Schatz! Donner und Doria, jetzt fällt mir alles wieder ein. Ich habe irgendwo in der Burg einen Schatz versteckt und einen Brief, in dem geschrieben steht, wer diese alten Gemäuer einmal erben soll. Wisst ihr, meine geliebte Agatha und ich hatten leider keine Kinder und da... Ja, aber für das ist jetzt keine Zeit. Ich schlage vor, Sie, lieber Graf, erledigen jetzt Ihre Aufgabe hier auf Erden und schon sind Sie bei Ihrer geliebten Herzensdame. Ach ja, mein liebster Liebling. Also, wo ist nun der Schatz? Der Schatz ist... Der Schatz ist... Der Schatz ist... Der Schatz ist... Hab ich vergessen. Das darf doch nicht wahr sein. Wisst ihr, ich habe schon zu Lebzeiten ziemlich viel vergessen. Die Geisterstunde ist gleich um. Ich bin verloren. Wir haben noch genug Zeit, den Schatz zu suchen. Suchen? Seid ihr total verrückt geworden? Ihr wollt wirklich hier noch länger herumgeistern? Natürlich. Seid doch kein Waschlappen, Bumi. Habt ihr das Ding hier vergessen? Der gute Graf von und zu, auf und unter Blauenstein hat in einer waschechten Gespensterfalle gesteckt. Woni hat recht. Wo eine Gespensterfalle ist, sind die Gespensterjäger nicht weit. Ihr müsst alle verschwinden, Henrietta. Aber ich will doch zu meiner geliebten Agatha. Und ich lasse dich jetzt ganz bestimmt nicht im Stich, Isidor. Ich werde nicht zulassen, dass du dich im Nebel auflöst. Also gut. So gesehen, also auf Wunibald von Schreckenschrei kannst du euch zählen. Und die Kinder helfen doch auch tüchtig mit. Das ja! Stimmt doch. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Für das ist später auch noch genug Zeit. Lass uns jetzt lieber den Schatz finden, bevor die Geisterjäger zurückkommen. Die paar Minuten sind gleich um, meine Lieben. Wusel, Wusel! Du hast es zum zweiten Mal gesagt, Henrietta. Wusel, Wusel? Nie gehört. Ich weiß. Isidor und ich
Was denn? Gruselwusel? Und jetzt hat euch noch der vergessliche Graf das Wort zweimal ausgesprochen. Stimmt! Das heißt, es ist niemand mehr da, der die Gespensterjäger vertreiben könnte. Wartet mal! Die Kinder können das Wort so oft aussprechen, wie sie wollen. Sie sind keine Gespenster. Stimmt! Also wir suchen den Schatz und immer dann, wenn die Gespensterjäger sich rühren, ruft ihr aus voller Kraft das Wort. Na, dieses Wort, das wir drei nicht mehr sagen dürfen. Wer weiß es? Genau. Ach, Donna und Dora, ich glaube, es ist schon wieder soweit. Nichts dahinter. Und was ist auf dem Kamin? Nichts Ordentliches drauf. Lieber Geistertanz. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Der geheime Strick. Beispiel. Moment mal! Schlittenpick! Wusste ich's doch! So oft kommt der Name wohl nicht vor! Dann ist also ein gemeiner Geisterjäger der Erbe des Grafen. Vielleicht ist er ja gar nicht so gemein. Wär's gleich! Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als es herauszufinden. Und wie wollt ihr das machen? Diese Dame will uns schließlich auflösen. Genau, und das wird sie bestimmt auch tun, wenn die Kinder das Wort nicht mehr rufen. Ich weiß, was wir tun. Wir stecken die Schreckschraube einfach in ihren eigenen Käfig. Und dann reden wir mal ein Wörtchen mit diesem Schnickenpick. Was meint ihr, Kinder? Sollen wir das wirklich tun? Ja! Rein mit der Schreckschraube!
denn das? Oskar Schnickenpick? Oh, das Gespenst ist frei. Alle vier Gespenster sind frei? Was soll das heißen? Oskar, hol mich sofort hier raus! Das ist keine gute Idee, Doktorchen. Hey, du stotterst ja gar nicht mehr. Stimmt. Und das kommt vielleicht auch daher, dass ich keine Angst mehr für ihn habe. Und außerdem wollte ich niemals Geisterjäger werden. Soll das heißen, du bist jetzt wirklich auf unserer Seite? Auf unserer Seite? Glaube ich bestimmt nicht. Aber natürlich, frag doch die Kinder. Ich mag Gespenster. Stimmt das? Ja! Was soll das heißen? Ich will hier raus! Sagt dir der Name Julius Schnickenpick etwas? Er war Haushofmeister des Grafen von und zu, auf und unter Blauenstein, meiner Wenigkeit. Aber klar doch, Julius Schnickenpick war mein Ur-Ur-Urgroßvater und auf dieser wunderbaren Burg zu Hause. Na, dann ist doch alles bestens. Ich kann es kaum glauben. Ich kann endlich zu meiner Agatha. Und du, mein Junge, pass gut auf unsere kleine Burg auf. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Komme schon, meine geliebte Agatha. Graf, wo seid ihr? Ich weiß es nicht so genau, aber es ist wunderbar. Hab Dank, Menschenkinder, und Dank auch euch, ihr drei kleinen Gespenster. Macht's gut, Oskar. Oi, Backe, wo ist der hin? Wer weiß schon, wohin die Menschengeister verschwinden, wenn sie auf Erden alles erledigt haben. Für mich sieht der gute Graf jedenfalls sehr glücklich aus. Ganz im Gegensatz zu eurem Freund hier, ich glaube, mit dem stimmt etwas nicht. Oh nein, Isidor! Oh, jetzt löst er sich doch noch, Oi. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir müssen einfach noch mal den Spruch wiederholen. Glaubst du? Ich hoffe es. Komm schon, Isidor, wach auf. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Die Kinder helfen doch auch tüchtig mit. Das stimmt doch, oder? Ja. Also gut, wie ging der Spruch noch gleich? Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel fliegt davon. Und jetzt alle ganz laut. Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel fliegt davon. Nochmal. Spinnenbein und roter Mond, böse Nebel fliegt davon. Ich glaube, ihr habt gerade einem kleinen Schwebegeist das Leben gerettet. Das war bei euch knapp. Hallo, ich bin auch noch da. Wer rettet mich denn bitte schön? Oskar, ich glaube, es ist besser, du verschwindest jetzt. Unser Professor wird auch sicher gleich hier auftauchen. Der wird nicht begeistert sein von unserem kleinen Abenteuer. Na gut, und ich verspreche euch, dass ich auch gut auf die Burg aufpassen werde. Und sehen wir uns einmal wieder? Falls wir nicht bis in alle Ewigkeit die Schulbank des Professors drücken müssen, könnte ich mir gut vorstellen, hin und wieder mal eine Geisterstunde lang in deinem neuen Zuhause herumzuspuken. Gut abgemacht. Und was ist mit mir? Soll ich vielleicht hier verrotten? Ja. Yeah.
am besten ist, ich bringe die Frau Doktor so weit wie möglich weg, um sie dann trotzdem wieder freizulassen. Aber nur, wenn sie verspricht, uns kleine arme Gespenster für immer in Ruhe zu lassen. Ich verspreche es. Ich verspreche alles, was ihr wollt. Na dann, gut. Auf geht's. Olweia, die Prüfung. Was erzählen wir bloß dem Professor? Das würde mich allerdings auch interessieren. Herr Professor Gänsehaut, ich fürchte, wir haben die Prüfung zum zugelassenen Nachtgespenst nicht bestanden. Aber das ist alles nur meine Schuld. Hätte ich doch bloß nicht dieses blöde Wort. Aber er tut's bestimmt nie wieder. Gebt euch keine Mühe. Ich habe euch, wie es sich für einen anständigen Professor gehört, die ganze Zeit beobachtet. Es ist schon ein Glück, sich unsichtbar machen zu können. Das kann ich nicht. Noch nicht, mein lieber Wunibald. Aber sobald ich euch die Zeugnisse und die Ernennungsurkunden zu Nachtgespenstern überreicht habe, können wir mit dem Unterricht fortfahren. Soll das heißen, wir haben doch bestanden? Naja, ihr habt zwar die euch zugewiesenen Aufgaben nicht erledigt, aber dafür habt ihr Dinge von den Menschengeistern erfahren, die selbst ein so erfahrenes Gespenst wie ich nicht wusste. Und außerdem habt ihr noch eine gewissenlose Geisterjägerin gefangen genommen. Und wie ich die Sache so sehe, habt ihr auch diese Burg vor dem Ruin bewahrt. Genau. Also, es freut mich, Henrietta Nachtschatten. Wunibald von Schreckenschrei und Isidor Spukenburg zu vollwertigen Nachtgespenstern zu ernennen. Oi Backe, wir haben es geschafft. Aber ohne die Kinder hätten wir gar nichts geschafft, Wuni. Das stimmt euch fallend. Ja, deshalb verabschiedet euch nun von euren kleinen Helfern, denn die Geisterstunde ist jetzt vorbei. Ach Kinder, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ohne euch wäre ich vermutlich kein echtes Nachtgespenst, sondern ein Nebel. Und wenn ihr in Zukunft Angst vor blöden Quälgeistern habt, dann ruft doch einfach einen von uns drei Schwebegeister und wir vertreiben sie alle. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Zur Geisterstunde! Thank you.
Danke.